Kinders! Was geht bei euch ab? Ey, neues Stativ. Jetzt seid ihr wieder ein bisschen weiter unten. Mein Fräulein hat mir da was gekauft, nicht? Ich habe die Kamera die ganze Zeit auf Blumentöpfen gehabt. Hier standen so Blumentöpfe übereinander. Ha, tja, Studenten halt, nicht? Es gibt wieder ein Skin-Giveaway. Ihr müsst übrigens kein Abonnent von mir sein, um hier mitmachen zu wollen, können, sollen. Ihr könnt einfach mitmachen. Es wäre nice, wenn ihr mich auf Twitter verfolgen würdet, denn da schicke ich auch einige Infos eben zu den Gewinnern, zu weiteren Giveaways und Case-Openings. Ist aber auch kein Muss. Und wenn ihr mich richtig fett unterstützt wollt, so richtig fett, dann könntet ihr mich auf Google Plus addieren. Also adden. In Zusammenarbeit mit Rothwell. Rothwell. Unten steht da drin. Vielen Dank an dich, denn von ihm kommt unsere erste Waffe. Und zwar die Atomic Alloy. M4A1S Atomic Alloy. Richtig schickes Ding. Ich würde sagen, da haben wir schon mal direkt ein fettes Stück Fleisch in den Eintopf geworfen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall von satt werden. Aber es gibt noch 9 weitere Waffen. Ihr könnt es nicht glauben, ne? Und wisst ihr was? Jetzt gerade, während ihr das Video guckt, also ihr guckt es natürlich pünktlich um 18 Uhr, weil ihr die größten Fans von mir seid. Fans hat sich so behindert an. Jetzt gerade streame ich auch live und mache ein Case-Opening. Von 18 Uhr bis, ich denke, ich stream bis 20 Uhr. Die nächste Waffe ist die CZ75 Auto Pole Position. Ein richtig schickes Teil, oder? So ein bisschen eben, ne, also so für Rennsport-Fans auf jeden Fall eine gute Alternative zum Auto, ja. Wie ihr gewinnen könnt, werde ich jetzt auch gleich sagen. Und da haben wir auch schon die nächste Waffe, die MP7 Empire mit so wunderschönen Viechern drauf. Also wenn das nicht süß ist, dann weiß ich auch nicht, ja. Richtig putzig. Auch für die Mädels was dabei, klar. Natürlich darf man die grüne Naturverbundenheit nicht missen, ja. Für jemanden wie Unge oder sowas. Falls du zuschaust, Miss Unge, gell. Hier, das ist deine Waffe. Mit grünen Sachen drauf. Könnte auch Gurken- oder Zucchini-Stücke sein. Also für jeden Veganer ist was dabei. Die nächste Wumme ist die AUG Ricochet. Ricochet sieht recht schick aus mit Formen und Farben. Also auch für die Künstler in uns oder bei uns, mit uns, für hier eben, ist das hier auf jeden Fall eine Waffe, bei der man ohne nachzudenken zugreifen kann, meine Damen und Herren. Des Weiteren habe ich ja eine Statrack UMP 45 Riot für euch. Die ist im Minimal Wear, kommt die zu euch geschippert. Ich habe damit schon 180 Kills gemacht. Der Wert der Waffe wird dadurch um mindestens das 180-fache erhöht. Habe ich im Radio gelesen. Wunderschönes Teil, oder? Wunderschönes Teil. Wenn du die in der Hand hast, die sieht kein Schwein. Die ist ja Camouflage. Die ist ja camouflagiert. Da kannst du dich verstecken, sieht keiner. Ach ja, die Teilnahmebedingungen. Und zwar, ihr schreibt einfach hinter das Video, ich mache mit. Euer Kommentar beginnt mit, ich mache mit. Wenn da irgendwas anderes steht, wird es nicht gezählt und ich verbessere auch niemanden. Ich antworte ganz normal auf die Kommentare. Wenn jemand sagt, du bist schön, sage ich vielen Dank. Aber ich sage nicht übrigens, um zu gewinnen, musst du dies und das noch vor deinen Kommentar schreiben. Das mache ich nicht. Ihr schreibt, ich mache mit und dann irgendeinen Scheiß, was ihr heute so erlebt habt, was ihr gerne esst, wie ihr das gerne esst, ob ihr gerne angezogen seid, während ihr esst und so weiter und so fort. Versteht ihr? Also einfach solche Dinge ohne Belang oder auch von Belang, wie ihr es eben gerne habt. Aber vorne steht, ich mache mit. Die Auszählung werde ich auch gleich ansprechen, wie ihr dann davon erfahrt, dass ihr gewonnen habt. Dann habe ich für euch hier noch eine Stat-Track P250 bzw. P250 Valenz mit 888.888 One-Clicks. Die Zahlen verändern sich manchmal, aber die sind drauf. Schönes Ding auf jeden Fall. Auch wieder Formen, Linien und grau. Also ein super Ding. Ein super Ding. Weiter geht's mit der M249 System Lock. Auch ein recht angenehmes Teil. Bei Skins ist es ja eh wichtig, dass es einem gefällt. Der Wert ist ja eigentlich egal. Ihr müsst übrigens nicht dazu schreiben, dass ihr schon immer eine Waffe wollt und noch nie gewonnen habt und ganz viel Pech habt oder gerade Geburtstag habt. Ihr werdet mir nicht glauben, wie viele Leute beim letzten Giveaway zufällig alle Geburtstag hatten. Das ist völlig egal, weil ich suche das nicht aus. Ich habe später einfach nur ein Programm, das die Leute aussucht. Ihr müsst nicht versuchen, mit mir irgendwas aufzubauen, wisst ihr? Ihr müsst nicht sagen, ich bin übrigens seit der ersten Stunde Fan bei dir. Dabei seid ihr vielleicht erst seit der zweiten Stunde Fan. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst euch nicht einschmeicheln oder sowas. Ihr könnt es natürlich machen. Ich höre das gern. Heiratsanträge können auf jeden Fall rausgehauen werden. Anzeigen nicht so gern. Dann habe ich hier noch was ganz Besonderes für euch. Eine Mach 7 Cobalt Core. Ich finde die irgendwie richtig schick. Ich habe lange gehadert, ob ich die abgeben soll, weil ich gerne mit der gespielt habe. Die ist irgendwie cool. Aber ich dachte mir, komm, ich habe mir letztens Halo Gold, Halo 5. Und diese Farben haben mich an Halo 5 erinnert. Ich dachte sofort, okay, die musst du weggeben. Und dann habe ich sie weggegeben. Also jetzt gerade. Gut. Was haben wir hier, meine Kinder? Die Sword of Origami. Ich weiß, die war letztens schon im Giveaway drin, aber sie wurde nicht abgeholt. Ich gebe euch übrigens, nachdem ihr dann eben gewonnen habt, einen Monat Zeit, eure Waffe praktisch abzuholen oder einzufordern. Wenn das nicht passiert, dann behalte ich die natürlich und gebe sie dann im nächsten Giveaway weg. In 14 Tagen suche ich einen Gewinner raus. Dann kommt ein Gewinnervideo in circa 14 Tagen. Also in 14 Tagen plus 2, 3, 4 Tage, je nachdem, wie meine Zeit so steht. Also tragt euch einfach in euren Kalender ein. In 14 Tagen gucke ich rein und wenn es dann immer noch nicht da ist, gucke ich in 14 Tagen plus 1 rein und so weiter und so fort. In diesem Video sage ich eben, hey, Hans Wurst, du hast gewonnen.
gewonnen. Und dann schreibt ihr unter dieses Gewinnervideo mit eurem Namen, mit dem ihr auch mitgemacht habt auf YouTube, also mit eurem YouTube-Namen, schreibt ihr rein, hey, ich habe gewonnen. Hier ist meine Steam-ID. Die schreibt ihr mir dann in diesen Kommentar. Da steht eure Steam-ID drin. Falls euch das zu viel ist, schreibt ihr, hey, ich habe gewonnen. Ich schreibe dir die Steam-ID dann per PM auf YouTube. Aber ich muss von euch eure Steam-Adresse, euren Steam-Namen oder wie auch immer eben haben, dass ich euch adden kann. Nicht, dass jemand anderes schreibt, ich habe übrigens gewonnen, aber ich heiße jetzt anders. Ihr habt dazu einen Monat Zeit nach Erscheinen des Videos. Wer sich dann nicht meldet, hat halt eben verkackt. Und zu guter Letzt haben wir die Galil AR Rocket Pop. Sehr geiles Teil. Habe ich schon oft drin gehabt. Ich habe davon 5 Stück. Warte mal kurz, vielleicht ist eine schöner. Guck mal, hier eine Minimalware. So, die bekommt ihr natürlich zugeschickt von mir per DHL auf einem USB-Stick. Wer schon immer ein Amerikaner am Herzen ist, war und sein will, der nimmt sich diese Waffe. Ich finde, die erinnert doch stark an America, fuck yeah. Und ja, deswegen gönnt sie euch. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Guckt in den Stream. Macht's gut. Ciao.